Hallo FUEGO, guten Abend, wie geht's dir heute Abend hier bei Dominik Hallig daheim? Wunderbar, schöne Musik. Schöne Musik, also. Ja. Das ist ein richtig gutes Ambiente. Ja, als ich im Kindergarten schon gehört habe, aber ich bin gerne ein Kind und somit erinnere ich mich gerne zurück in meine Kindheit. Und es ist sehr wichtig, auch mit 50 immer noch ein Kind zu bleiben und nie erwachsen werden. Wer erwachsen wird, hat alles verloren. Das ist wahr. Also da gebe ich dir recht, ja. Ja. Und was ist dein Rezept für so zu denken immer noch mit 50? Also wie kommst du auf... Wie hast du deine Jugendlichkeit erhalten? Also ich habe schon... Ja, ich habe schon als Baby endlich erkannt, dass ich unsterblich bin. Okay. Und dass ich einen Körper habe. Und der Körper bin nicht ich. Ich habe mich gegen den Spiegel angeschaut und im Spiegel habe ich gesagt, dass wenn ich im Spiegel sehe, das bin ich nicht. Das okay. Kann ich nur. Aber das ist noch eine verzwickte Situation. Wie ist das denn, wenn man das erkennt? Dass das ist schon geil. Das ist schon geil. Das ist geil. Ja, weil du erkennst im Prinzip das ganze Leben ein Spiegelbild ist, oder? Und alles, was du erlebst im Leben, bist du immer du selber. Okay. Das heisst, wenn dich jemand angreift, hast du das selber kreiert. Es gibt gar keinen Angreifer, oder? Ja. Und wenn du das Spiegelbild in dem Sinne unter Kontrolle in der Erkenntnis hast, dann passiert nämlich alles von selber bei einem Fluss, von einem wunderschönen Wasserfall. Und dann bist du immer in einem ewigen Fall. Aber wie fühlt sich das an, einem ewigen Fall? Also wie kannst du das umschreiben? Rein physisch gesehen, materisch? Es ist wie ein geiler Mix, der 20 Stunden geht. Was für ein Mix? Musikmix. Also, Musikmix. Mhm. Du legst die Kopfhörer anlegen und dann hast du irgendwie ein Spulenband oder sonst irgendeinen Tonträger, der 20 Stunden geht. Du entspannst dich auf diesem Bett, du verlässt deinen Körper und der Sound geht 20 Stunden lang. Es ist ein Fluss. Die Musik ist wie ein Fluss. Und wenn du mit diesem Fluss kannst mitreiten, dann ist der Fluss in einem Kreislauf, wiederum in einer Spirale, aufwärts, unendlich. Und du gehst mit dem Unendlichen mit und fühlst das auch, dass du mit dem Unendlichen mitgehst und mitfließest. Und somit spürst du deine persönliche, eigene Unsterblichkeit. Und du hast auch keine Angst, irgendwie deinen Körper zu verlieren. Und das ist ja auch nichts wert, oder? Dein eigener Körper ist ein Avatar. Also im Buddhismus zum Beispiel hat man schon vor 10'000 Jahren gesagt, Avatar als heruntergefallene Götter. Das heisst, eigentlich sind wir ganz etwas anderes als das, was wir glauben, im Spiegel zu sehen. Und wenn wir durch den Spiegel gehen können,